ich verdiene im Moment auch super viel Geld. Ist es gerechtfertigt oder nicht? Keine Ahnung, ich kann es jedenfalls im Moment nicht ausgeben, weil ich den ganzen Tag rumgefahren bin. So, aber, also. Da lacht das Publikum. Als Robert Habeck sagt, er verdiene derzeit. Da lacht das Publikum, als Robert Habeck sagt, er verdiene im Moment so viel Geld, aber er hätte gar nicht die Möglichkeit, es auszugeben, weil er so viel rumgefahren wird. Richtig, rumgefahren wird in seiner fetten S-Klasse und die wir bezahlen mit Chauffeur, die wir auch tanken. Und bezahlt von uns der Chauffeur mit den ganzen anderen Vergütungen und er verdient super viel Geld. Also das bedeutet übrigens, wir zahlen über 25.000 Euro pro Monat. Er ist ja so ein bisschen der Überflieger der Politik und hier steht, wird der Überflieger überheblich. Überheblich. Und wenn man sowas sagt, ich meine, klar, das sind ja ein paar Leute, die Herrn Habeck auch vielleicht mögen, dann lachen sie mal kurz. Vielleicht Besserverdiener, ich weiß es nicht. Wir haben 14 Millionen Menschen, die in so einem Land schon in Armut leben und einer Armutsgrenze, besonders alte Menschen und Kinder. Ich glaube nicht, dass die das so lustig finden wie Herr Habeck und sein, ja, Publikum, seine Wählerschaft vielleicht. Und wenn es dann heißt von Herrn Habeck, wir sollen weniger konsumieren, wir sollen weniger heizen, wir sollen weniger duschen. So, aber ist das abgehoben? Ja, voll. Das ist richtig abgehoben und das ist gegenüber den Menschen total arrogant. Wollt ihr, dass es hier richtig knallt? Wollt ihr, dass es hier richtig zur Ausschreitung kommt? Seid ihr vollkommen bekloppt? Dann könnt ihr den Menschen nicht erzählen. Ihr schürt damit Neid, Missgunst, Hass. Und ihr müsst langsam aufwachen. Guckt mal, was in Sri Lanka passiert. Ich meine, wisst ihr was, wenn ihr so weitertreibt, dürft ihr euch nicht wundern, dass die Menschen irgendwann auf die Barrikaden gehen. Ja, traurig, dass wir überhaupt über so was reden müssen, wegen so einer fehlgesteuerten Politik. Ja, aber Herr Habeck, der hat seinen Spaß. Er verdient so viel, dass er nicht mal aussehen kann, weil er den ganzen Tag rumkutschiert wird auf unsere Kosten. Ja, und Herr Scholz, unser Bundeskanzler, der beantwortet nicht mal Fragen, wenn sie unbequem sind. Ja, dann wird dann einfach ein Narrativ gesagt oder man sagt, nö, könnte ich beantworten, mache ich aber nicht. haben wir aber gelacht, Herr Kanzler, 18% Kanzler, haben wir gelacht. Ihr verhaltet euch absolut unverantwortlich und untragbar und in meinen Augen ehrenlos. Und das habe ich da schon gesagt. Und wir können uns gerne in eine Talkshow treffen, wenn ihr den Mut habt. Und dann sage ich euch das auch ins Gesicht. Dann könnt ihr mir eure Schwafeleien und Auswindungen, die ihr euch immer ausdenkt, hier mal erzählen. Wir sind in einer Krise, Herr Habeck, Herr Scholz. Und da muss man vor allen Dingen im eigenen Land, wo man den Eid geschworen hat, die Menschen auch beschützen und nicht nur Weltpolitik machen und dann der Times gegenüber sagen, ja, also die Wünsche, man darf die eigenen Bürger ja nicht so ernst nehmen. Das haben Sie geäußert? Wer denken Sie, wer Sie sind? Ja, und das läuft hier. Und da müssen wir mal drüber reden. Und deswegen machen wir sowas, weil es untragbar ist und ich nicht möchte, dass es auf unseren Straßen Ausschreitungen gibt. Ich möchte nicht, dass Hass und Rassismus weiter größer geschürt wird. Aber genau, da läuft's hin. Der Neid und die Missgunst, dann gehen die Letten irgendwann aufeinander zu und bestehen sich, machen Plünderungen. Sag mal, seht ihr das nicht? Und dann wollt ihr noch die letzten drei Atomkraftwerke abschalten. Im Endeffekt sollten wir überlegen, dass wir die Energien erstmal so lange halten, bis wir wieder die Möglichkeit haben, den Klimawandel auch dort weiter zu betreiben. Aber in einer Notsituation muss man kühlen Kopf bewahren. Und jetzt kommt mir nicht mit eurer Ideologie, weil ihr immer gegen Atomkraft wart. Ihr wart auch immer gegen Krieg. Jetzt habt ihr Waffenlieferungen mitgefördert und habt gesagt, das ist okay. Habt doch vorher auch immer gesagt, gegen Krieg. Jetzt habt ihr Panzer und Raketen geliefert. So, aber jetzt sagt er, wir können nicht. Ihr kann doch nicht wahr sein. Wacht mal langsam auf. Ihr seid die führende Politik. Das ist ja Wahnsinn. Ja, meine Tochter mit ihrer Kindergartengruppe könnte das besser leiten. Ja, ist doch echt, schaltet doch mal den Kopf ein. Und wenn ich das höre, arme und alte Menschen und Kinder sollen in Hallen schlafen. Menschen, die in unserem Land geackert haben, die ihr Leben hier aufgebaut haben. Wollt ihr in Hallen schmeißen, weil ihr nicht in der Lage seid, hier für Strom und Gas zu sorgen, weil ihr eure Geopolitik da abzieht, weil ihr euch nicht an den Schreibtisch setzen könnt, mit anderen reden könnt? Weil er verblendet seid oder weil er durch andere gesteuert und manipuliert werdet? Und Schenkelklatscher Habeck sagt, ich kann ja bei Ihnen ja so viel, kann ich gar nicht ausgeben. Nicht wahr, Herr Habeck, 25 Mille, 30 Herr Scholz, dazu 4.500 Euro noch extra. Und dazu kommen dann noch Chauffeure für jedes Bundestagsjahr, 250 habt ihr recht auf eure Rente pro Jahr, 4 Jahre sind schon mal 1.000 Euro, wo eine alte Dame nicht mal 850 Euro hat. Dazu könnt ihr umsonst fliegen mit der Lufthansa, habt eine erste Bahncard umsonst und. Habt Vergütungen ohne Ende, man steckt euch das Geld so in den Arsch. Und so behandelt ihr eure Bürger, eure eigenen Bürger und vor allen Dingen eure alten Menschen und Kinder, arme Kinder und arme Menschen. Es ist
unverantwortlich. Und das wollte ich hier mal sagen. Wenn ihr es anders seht, gut, wenn das alles für euch gerechtfertigt ist, weil ihr klatscht vielleicht, wenn der Habeck so einen schönen Spruch macht, ja, wenn das eure eigene Ideologie ist, dass man das so machen muss und dass wir hier alle in diese Richtung weitertreiben, sollte es zu schlimmen Ausschreitungen kommen. Und das kann schneller passieren, als ihr denkt, das könnt ihr mir glauben. Ich komme aus Berlin in Köln, ich weiß, wie schnell das knallen kann. Dann vergesst nicht, dass ihr, die da alle geklatscht habt und das alles okay findet, eine Mitverantwortung trägt. Wir müssen auch irgendwann mal sagen, stopp, es reicht. Weil es wird gefährlich. 2,5 Jahre Pandemie wurde schon auf den Rücken von Menschen in unserem Land, besonders aus den Kindern, ausgetragen. Und jetzt spielt er hier die Nummer weiter. Und es ist offensichtlich, da müssen wir nicht darüber reden, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und das sagt nicht nur ich, das sagen viele. Ja, so, dass das nicht alle sagen, klar, sind ja auch genug, die daran verdienen und die von Vorteil da haben. Natürlich, 100 Milliarden in der Bundeswehr. Mit 100 Milliarden im Übrigen könnten wir alle Armut in Deutschland stoppen. Altersarmut. Kinderarmut, wir könnten alle Straßen bauen, wir könnten alle Schulen sanieren, wir könnten so viel mit 100 Milliarden machen. Robin, die stecken wir jetzt mal schön in die Bundeswehr. 200 Milliarden im Klimaschutz und noch ein paar Milliarden für unseren Minister für Pandemiewesen. Euer Eid, den ihr geschworen habt, den wir einfordern, ist auf dieses Land, auf diese Bürger, auf ihre Ängste, Nöte und Sorgen. Mehr denn je. Wir sind in einer noch nie dagewesenen Krise. Und in der Krise beweist sich der Charakter. Und ihr zeigt euren Charakter mit solchen Äußerungen, wie es Herr Habeck hier eben gemacht hat. Und dann aber sagen, duscht mal weniger, ja? Einfach nur beschämend und absolut, in meinen Augen, absolut untragbar und asozial.